Die zweite inklusive Jobmesse im Regensburger Jahnstadion war ein voller Erfolg. Unter den Eröffnungsrednern auch die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Malt-Schwarzfischer. Um 10 Uhr wurden die Pforten geöffnet, jede Menge Besucher kamen, es wimmelte und wuselte. Das Rahmenprogramm und das Programm mit Liebe vorbereitet. Speeddating, Workshops, Torwandschießen, Stadionbesichtigung, alles war da. Michael Eibel, der Direktor der KJF, war hochzufrieden. Ich bin begeistert vom großen Erfolg der zweiten inklusiven Jobmesse hier im Jahnstadion in Regensburg, die gerade zu Ende geht. Wir waren mit der KJF, mit vielen Einrichtungen, Diensten, Beratungsstellen mit dabei, mit den KJF-Werkstätten, mit der Sigma, mit dem IFD. Die Kolleginnen und Kollegen, die man hinterher sieht, aus der Personalabteilung, aus dem Referat Öffentlichkeit soweit, die haben sich richtig reingehängt, hier die Stände aufzubauen, um verschiedene Angebote zu leisten, auch beim Speeddating zum Beispiel. Also das ist wirklich klasse gewesen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich hier engagiert haben. Und ganz besonders nochmal die Jugendlichen aus der Lernwerkstatt, die im Vorfeld für die PR-Aktionen gesorgt haben und sich schon als junge Menschen hier beteiligt haben, um an ein Ziel mitzuwirken, das der KJF total wichtig ist, die Teilhabe von Menschen mit einem Handicap im Arbeitsleben und in der Gesellschaft. Super! Es gab jede Menge Infos, Meinungen wurden ausgetauscht und das Wichtigste, es wurden Kontakte geknüpft. Armin Wolf für KJF TV.